Hey und ganz herzlich willkommen zum Jalaheim Championat. Dieses Championat habe ich schon ewig nicht mehr geritten und deswegen wollte ich es mal wieder mit euch machen. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn die Gruppen gleich wieder eingeteilt worden sind. Bis gleich. So, die Gruppen wurden eingeteilt. Ich bin wie immer in Championatsgruppe 1. Yay. Aber oh Mann, okay. In der ersten Gruppe sind Hallöchen. In der ersten Gruppe sind immer so gute Leute und das ist immer so schwierig. Die meisten sind Stufe 18. Das ist für die jetzt aber echt unfair, da ich dadurch, dass ich Level 20 bin, einfach schneller bin. Also, keiner hier ist Level 20? Oh wow, das ist richtig unfair von Star Stable. Also, na gut, die müssen auch einige Leute in eine Gruppe packen können, das ist natürlich auch klar. So. Aber, naja, oh Gott, okay. Ich kenne keine Abkürzung mehr, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber hier müsste ich, glaube ich, gut langkommen. Da hinten wird es nur ein bisschen, naja, schwieriger, da diese Pferde hin und her rennen. Ich bin jetzt ziemlich weit vorne, dadurch, dass ich Level 20 bin und halt dadurch ein bisschen schneller bin. Das ist echt unfair. Okay. Okay, hier komme ich rüber. Das ist doof gelaufen. Das ist, ach, kacke. Schade. Hier, da kommt kein Pferd. Ja, den beiden ist es auch passiert. Oh Mann. So. Okay, jetzt bin ich wieder auf Platz 4. Okay. Okay, wieder hochkämpfen. Ich glaube, ich brauche noch den ersten Platz, damit ich die Sammlung in meinem Stall verendet habe. Weil ich sammle irgendwie immer alle Schleifen. Oh, jetzt hat es geleckt. Das ist richtig doof. Okay. Ich habe von jedem Championat alle Schleifen. Und davon möchte ich immer 3 Stück im Stall haben. Was natürlich jetzt nicht mehr passieren wird, da ich mega schlecht bin. Okay, das zahlt sich aus, wenn man überhaupt gar keine Rennen mehr reitet. Oh Mann, schade. Okay, ich hab jetzt schon damit abgeschlossen, dass ich vielleicht noch einen guten Platz bekomme. Also so, 4. Platz ist immer mit der blödeste. Da man knapp 3. wurde, aber knapp auch nicht. Und, irgendwie bangen bei mir alle so richtig dadurch. Es sieht so aus, als wenn die gerade gleich hängen bleiben würden, aber das tun sie nicht. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das bei euch auch so ist. Und bei mir backt mein Heimatstall. Manchmal, wenn ich dann reingehe, sind zum Beispiel über die Türe sind doch diese Gitter und die sind dann weg. Was doof ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das auch nur mir so geht. Okay, schaffe ich das? Okay, nein, schade. So, auf dem ersten Platz ist die Rosalie Lightchild. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten die Leni Diamond Rider. Auch an dich herzlichen Glückwunsch. Und auf dem dritten die Adriana Dolphin Gate. Und auch an dich herzlichen Glückwunsch. Mit euch beiden war ich heute in der Gruppe. Das ist ja ein Zufall, dass ihr so mega gut seid. So, dann bin ich auf dem 4. Platz. Auf dem 5. ist Jana Fireton. Dann die Ellie Skyhouse, Holly Windwild, Luisa Firesong, Genevieve Skybart, Lena Goldwolf, Wolf, Sophia McBank, ja, Lena Silverhunter, Alicia Beachfield, Rose Wolfmore, Bella Automaten, Madison Cloudland, Hannah Summerberg, Ruby Sungrove. An euch alle herzlichen Glückwunsch. Du hast ja nicht mal eine Fahne. Warum? Wie kriegt man das denn hin? Oh Gott, okay. Also nicht wundern, dass ich... Oh, hi. Dass ich alles auf Englisch habe. Das ist halt sehr gut, um Englisch zu lernen. Zum Beispiel, ich wusste immer nicht, was umarmen auf Englisch heißt. Und das heißt es halt, hug. Und naja, ist halt alles da, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch... Warte, ich drehe mich, glaube ich, mal um so. So.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, der große Scheuer.